Moinsen und herzlich willkommen zum Chronitest des Legend S40. Haben wir dieses Ding hier. So schaut er aus. Damit werden wir jetzt 6 Schuss durch den Chroni hauen. Durch diesen Apparat. Eingestellt ist er auf 0,45 Gramm. Wollen wir mal sehen. Geschossen wird hiermit. Auch 0,45 Gramm. Die Hülsen habe ich hier schon vorgeladen. Oh, jetzt noch mal eben hinein. Wollen wir mal schauen, wie viel Energie der Revolver hat. So. Zwischen den Schüssen lasse ich so ungefähr 20 Sekunden Abstand, damit die CO2-Patrone sich regenerieren kann. Nur 3,1. 2,7. 7. So ein Abstand vom Revolvermündung zum Chroni sind gute 10 cm. Wegen dem CO2-Ausstoß halt darf man nicht zu dicht am Chroni ran. Ja. 2,8. 2,7 wieder. Achso, ja, auch wenn es im Video jetzt hier nicht rüberkommt mit den 20 Sekunden Abstand, das ist dann entweder rausgeschnitten oder ich habe Pause gemacht und dann weiter gefilmt. 2,8. 2,6. So, das müssten dann auch schon 6 Schuss, glaube ich, gewesen sein. Ja, ist alles leer. Ich werde jetzt noch mal neu laden und habe ich jetzt auch keine Lust rauszuschneiden. Ich filme das einfach weiter jetzt. Ich werde jetzt noch mal neu laden und 6 schnelle Schussreihenfolgen machen, um halt, ja. Für jemand, der blinkt halt, der wartet halt nicht immer 20 Sekunden, damit derjenige dann auch mal sieht, wie der, also wie die Geschwindigkeit, also ja, Geschwindigkeit, was dabei hier, wie die Energie halt nachlässt, nicht? Geht ja relativ schnell hier. Zack. Deckel zu. Das ist das Gute bei diesen billigen Hual Diabolus. Die haben Schraubverschluss. Das finde ich ganz gut. Als bei den anderen. Manche fragen sich jetzt vielleicht, warum ich nicht den Speedloader nehme. Ganz einfach, ehe ich die hier im Speedloader genauso reingefummelt habe, habe ich sie auch hier in eine Trommel eingelegt. So, okay. Jetzt kommt. Ohne zu unterbrechen. Also halt 6 schnelle Schuss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man muss sagen, 2,7 auch recht konstant. Trotz 6 schnelle Schuss hintereinander. Okay, leer, nicht? Wie man sieht. Hoppala, eine noch. Ja. Das soll es gewesen sein zum Chronitest des Legends S60. Quatsch, Entschuldigung, S40. Der S60, den habe ich ja nicht. Den kaufe ich mir auch nicht. Ja, wie man sieht, 2,7, letzter 110 Meter. Was ich da noch zu sagen kann, ja, recht starker CO2-Revolver und recht konstante Ergebnisse. Okay, das war's von mir. Schon wieder. Fast 5 Minuten Video, das reicht für einen Chronitest. Weitere Videos werden folgen und besucht.
das Forum WPU und ich verabschiede mich für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.